Hallo und willkommen zu dem 10. Teil der Reihe Apple Mac OS für Einsteiger und Umsteiger. Heute reden wir über die Sprache, Spracheinstellungen, Tastatur, Bildschirmtastatur und Diktat. Dafür starten wir die Systemeinstellungen und gehen wir zu dem Bereich Sprache und Region. Wenn Sie in Deutschland ansässig sind und den Rechner neu installiert haben und bei der Installation eingegeben hast, Ihre Region Deutschland ist und Ihre Sprache Deutsch, dann wird diese Einstellung erstmal so aussehen. Als Sprache, bevorzugte Sprache, haben Sie Deutsch und als Systemeinstellung Tastatur haben Sie hier auch die deutsche Tastatur. Hier die Region ist wichtig, damit die Einstellungen für Wochentage, für Kalender, Zeitformat, Temperatur und ähnliche dann automatisch eingestellt wird. Und da konnte man hier auch mal überprüfen. Also im Allgemeinen, da steht ja Zahlen, Trennzeichen, bei Dezimal ist Komma und bei Gruppierung tausende Stellen ist ein Punkt, Währung ist Euro und so weiter. Und das gleiche gilt auch für Datum und für die Uhrzeit. Sollten Sie weitere Sprachen hier hinzugefügt haben, dann konnten Sie über weitere Optionen hier dann Einstellungen vornehmen, zum Beispiel wie die Datumdarstellung aussehen soll oder der Uhrzeit. Sie haben hier, wenn Sie als Default-Einstellung einfach Deutsch für Tastatur und Sprache ausgewählt haben, dann brauchen Sie hier nichts weiteres zu ändern. Wichtig ist hier auch die Sortierungsreihenfolge. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel ein Finder-Fenster habe, wie soll nun, wenn ich dann die Namen sortiert haben möchte, und zwar alphanumerisch, wie sollten die dann untereinander stehen? Hier habe ich in meinen Finder-Einstellungen so eingestellt, dass die Ordner generell ganz oben stehen in Finder-Fenster und darunter dann die einzelnen Dateien, und wie Sie hier, die sind dann alphanumerisch sortiert. Die Sortierung kann man ändern, aber momentan macht es keinen Sinn, kann man so lassen. Wenn Sie dann weitere Sprachen benutzen wollen, zum Beispiel jemand, der sowohl auf Deutsch schreibt als auch auf Französisch, Russisch, Arabisch und so weiter, dann können Sie hier mit diesem Pluszeichen eine nächste Sprache dazu nehmen, zum Beispiel nehmen wir Französisch und hinzufügen, und fragt sofort, welche von diesen beiden Sprachen sollte die Primärsprache sein. Wir lassen es erstmal bei Deutsch und ich erkläre, was das bedeutet. Die Sprache, die hier ganz oben steht und als Primärsprache mal in dem System eingestellt ist, bestimmt, in welche Sprache die Menüleiste ist, die Inhalt von diesem Fenster ist und weitere Meldungen, die von dem System kommen. Da muss man sehr vorsichtig sein. Ich werde dann noch erklären, warum. Also, wenn Sie dann diese Sprache nicht brauchen, dann einfach mal erstmal markieren und dann auf Minus klicken und dann wird die Sprache entfernt. Ich nehme hier dann eine weitere Sprache, zum Beispiel Englisch von Großbritannien,
Und fügen wir hinzu, nochmal kommt diese Frage, welche von den Sprachen sollte dann die Primärsprache sein? Lassen wir bei Deutsch. Wenn ich mehr als eine Sprache hinzugefügt habe, da kann ich bestimmen, welche Sprache die Primärsprache ist, indem ich hier durch Verschieben die Reihenfolge ändern kann. So, jetzt habe ich an der ersten Stelle die englische Sprache. Sobald ich dieses Fenster schließen will, dann kommt die Frage, jetzt muss der Rechner neu gestartet werden. Und wenn das passiert, dann wird die Primärsprache Englisch sein. Und da muss sie ganz vorsichtig sein. Das hat eine Auswirkung auf, ja, auf den Anmeldevorgang. Also wenn Sie den Rechner neu starten, jedes Mal, dann müssen Sie sich anmelden mit Ihrem Passwort. Und die englische Sprache gibt es manche deutsche Buchstaben nicht. Deshalb ist es ganz wichtig, dass Sie darauf achten. Also ich sage erstmal abbrechen. Ich will nicht, dass das passiert. Also jetzt habe ich wieder geändert. Also Deutsch steht ganz oben und das ist meine Primärsprache. Also einmal ist die Sprache, die hier eingestellt wird, als Primärsprache und ist wichtig für alle Systemmeldungen und Menüleiste. Aber zusätzlich kommt dazu die eingestellte Sprache für die Tastatur. Und von hier aus können wir die Systemeinstellung Tastatur öffnen oder gehen wir zu der Übersicht und dann, ja, klicken wir mal Tastatur an. Hier als Default steht Deutsch. Also zusätzlich zu der deutschen Tastatur kann ich auch andere Sprachen für die Tastatur wählen, zum Beispiel Englisch. Das ist die Sprache. Und dann hier auf der rechten Seite habe ich eine Auswahl, weil es unterschiedliche Tastaturlayouts für die englische Sprache gibt. Zum Beispiel, das wäre hier für Großbritannien, das wäre für United States, Vereinigte Staaten, irische Tastatur für Kanada. Und da muss ich mich entscheiden. Ich nehme dann die Standard englische Tastatur für Großbritannien. Ich konnte vielleicht auch noch eine Sprache nehmen. Ja, da ich auch mal die Sprache Persisch kann, nehme ich hier auch die persische Sprache. Und hier kommen dann auch unterschiedliche Optionen. Ich nehme das einfach mal so. Jetzt habe ich hier drei Sprachen. Als Eingabequelle steht die deutsche Tastatur. Und da muss man wirklich vorsichtig sein. Das, was ich jetzt erkläre, gilt für die meisten nicht. Für die Leute, die in Deutschland ansässig sind, also zu, sagen wir mal, 98%. Haben Sie als Primärsprache Deutsch und als Tastatur eine deutsche Tastatur. Aber ich habe auch Kunden, in einem Fall der Kunde benutzt also für das System die deutsche Sprache. Sie schreibt ihre Texte zum großen Teil auf Französisch und sie hat auch eine französische Tastatur. Und da muss man ganz vorsichtig sein bei dem Anmeldeverfahren, das heißt, wenn der Rechner neu gestartet wird, ja, muss man wissen, welche Sprache dann in diesem Anmeldeverfahren dann eingestellt ist. Ich empfehle allen, die mit unterschiedlichen Sprachen auf dem Rechner arbeiten, dass sie sich ein Passwort aussuchen, das möglichst mit diesen verschiedenen Sprachen die gleichen Tasten benutzen. Zum Beispiel, wenn ich
in meinem Passwort deutsche Umlaute stehen und dann schließe ich eine französische Tastatur an, kann ich die deutschen Umlaute gar nicht eintippen beim Anmelden und dann stehe ich da und kann ich den Rechner nicht mehr neu starten. Also, es ist ganz wichtig. Gut, in diesem Fall, wir haben zwei hier als Sprache, haben wir die drei Sprachen, also das kann ich auch rausnehmen. Ich habe Deutsch, Englisch und Persisch. Und dann habe ich auf der Tastaturseite auch drei Eingabemöglichkeiten. Und wenn Sie hier darauf achten, auf das Tastaturlayout, wenn ich hier ändere, dann ändern sich auch die Buchstaben. Unabhängig davon, ob ich hier mehrere Sprachen als Eingabequelle hinzugefügt habe oder nur die deutsche Sprache habe, kann ich nur empfehlen, dass Sie auch die Bildschirmtastatur einblenden. Und zwar gehen wir zu dem Reiter Tastatur und dann gibt es hier die Option Tastatur und Emoji Übersichten in der Menüleiste anzeigen. Dann habe ich zusätzlich hier unter diese Flagge, deutsche Flagge, habe ich auch Englisch und Persisch. Und dann habe ich diese Option Tastatur über sich einblenden. Also jetzt ist meine Sprache Deutsch, Eingabequelle ist Deutsch, weil ich eine deutsche Tastatur habe. Und ich blende die Tastaturübersicht ein. Hier habe ich den großen Vorteil, ich kann bei manchen Zeichen erkennen, wo dieses Zeichen liegt. Man tippt nicht nur Kleinbuchstaben. Denken Sie daran, Sie brauchen an einer Stelle geschweifte Klammer oder eine Trennlinie. Wenn Sie hier jetzt auf Ihre Tastatur die Großschreibtaste drücken, was würde jetzt meine Tastatur ausgeben, wenn ich eine Taste drücke? Ich öffne dazu das Programm Text Edit und mache die Schrift größer und können wir mal probieren. Ich kann von hier aus mit der Maus auch meine Buchstabenreihenfolge eingeben oder löschen. Ich kann genauso gut hier arbeiten, also mindestens die Buchstaben eingeben, wie ich auch mit meiner Tastatur mache. Stellen Sie sich vor, aus irgendeinem Grund, Ihre Tastatur ist kaputt, aber Sie können trotzdem auf diese Weise etwas machen, die Einstellungen ändern und so weiter. Aber viel wichtiger davon ist die Kombination mit der Taste Alt oder Option genannt, und zwar diese Taste. Halte ich die Taste auf meine Tastatur gedrückt und jetzt kann ich mal hier sehen, was für Zeichen ich jetzt verwenden kann. Also wenn man dieses Zeichen braucht, also machen wir erstmal neue Zeile, jetzt diese Buchstabe oder dieses Zeichen oder Copyright, Euro und so weiter. Besonders interessant wird es, wenn man in Sprachen arbeitet, deren Buchstaben man mit einer deutschen Tastatur nicht abbilden kann. Also in unserem Fall, in unserem Beispiel, wenn ich jetzt wechsle zu der persischen Sprache, dann habe ich hier die persischen Buchstaben, die ich ansonsten nicht mit meiner deutschen Tastatur erreichen konnte. Und da kann ich auf diese Weise Persisch schreiben, zum Beispiel mein Name auf Persisch würde sich so schreiben. Also jetzt wechseln wir zu den Eingabequellen und nehmen wir eine andere Sprache, zum Beispiel. So, jetzt habe ich Schwedisch noch dazu genommen. Ich wechsle zu der schwedischen Sprache.
Und dann habe ich bestimmte Buchstaben, die ich ansonsten nicht mit meiner deutschen Tastatur erreichen konnte. Okay, jetzt haben wir über die Bildschirmtastatur gesprochen. Wenn Sie die Tastatur hier nicht mehr sehen wollen, dann einfach hier unter diesem Symbol der Flagge erstmal die Sprache zurücksetzen und dann die Tastaturübersicht ausblenden. Zusätzlich haben Sie hier Emoji und Symbole einblenden und von hier aus Symbole verwenden. Und wenn ich hier auf ein Symbol einen Doppelklick mache, das Symbol ist in meinem Text drin und ich kann es wie ein Buchstabe vergrößern und dann etwas dazu schreibe und nehme ich dann das andere Symbol und es ist hier und das können Sie auch in Ihrem Text verwenden. Was gibt es hier noch? Also unter Tastatur, für die Leute, die mit MacBooks arbeiten, dann können Sie von hier aus die Tastaturhelligkeit auch bei schwacher Beleuchtung anpassen lassen. Sie können einstellen, nach wie vielen Sekunden Inaktivität der Tastatur die Hintergrundbeleuchtung ausgehen soll. Hat damit zu tun, dass Sie Akkuzeit sparen. Und hier haben Sie auch die Tasten F1 und so weiter, die Funktionstasten, die man normalerweise verwenden kann, indem man die FN-Taste gedrückt hält. Ansonsten können Sie hier einstellen, dass man diese direkt verwendet. Dann haben wir den Bereich Text und hier können Sie Abkürzungen definieren. Und wenn Sie ein Mail schreiben oder in Ihre Textverarbeitung etwas schreiben, dann müssen Sie nicht immer alles ausschreiben. Das reicht, wenn Sie dann diese Kürzel eingeben. Ich schreibe hier noch zusätzlich MFG und hier schreibe ich mit freundlichen Grüßen. Und wenn ich hier in meinem Text schreibe MFG, das ist dann einfach übernommen. Oder schreibe ich VLG. Und dann wird einfach so übernommen, wie ich dann hier geschrieben habe. Besonders interessant ist es für Rechtsanwälte, auch Ärzte oder andere Berufe, die oft also Standardtexte schreiben. Dann können Sie hier für sich einfach Kürzel ja, definieren, Abkürzungen, die Sie dann immer in Ihren Texten verwenden können. Der andere Punkt ist hier diese automatische Korrektur. Wenn eingeschaltet ist, das kennen Sie auch von Ihrem Smartphone, Sie schreiben etwas und das System korrigiert. Ich persönlich schalte das immer aus, weil ja, manchmal hat das Programm gut gemeint, aber hat etwas für mich geändert, die ich nicht wollte. Darunter haben wir Worte automatisch groß schreiben. Dann habe ich hier die Rechtschreibung automatisch nach Sprache, was ich vorher auch erklärt habe. Aber hier kann man das festlegen, dass nur mit einer bestimmten Sprache die Rechtschreibprüfung erledigt wird. Und ganz wichtig ist diese typografische Interpunktion, und zwar vor Anführungszeichen. Und es ist, macht einen großen Unterschied in deutscher Sprache oder englischer Sprache. Die typografische Interpunktion ist in der Regel ganz wichtig. Also wenn ich hier schreibe, ich denke
und dann mache ich einen Doppelstrich und das System macht daraus einen Gevierstrich. Und das ist wichtig. Abgesehen davon sind die Anführungszeichen, wenn ich dann hochgestellte Anführungszeichen eingebe, also hier ist eine Liste von Ersetzungen und die kann man alle abschalten, wenn ich sage, ich will nicht das hier, sondern immer benutze das. Und jetzt mache ich das Gleiche und schreibe und dann macht für mich also gerade Anführungszeichen. Es ist wichtig, wenn für die Leute, die zum Beispiel in englischer Sprache Texte schreiben, weil dort diese Zeichen anders behandelt werden. Dann haben wir hier die Liste der Kurzbefehle. Das kennen wir zum Beispiel in einer Menüleiste von Finder. Sie sehen hier immer diese Tastenkombination oder Tastaturkürzel genannt. Also zum Beispiel Command N bedeutet im Finder, mach ein neues Fenster auf. Ich mache das und dann automatisch kommt ein neues Fenster. Und hier ist eine Liste von all dieser Tastaturkürzel und Sie können für sich einiges ein- und ausschalten, welche Sie verwenden wollen. Sogar kann man auch einiges neu erstellen. Aber ich werde hier nicht viel Zeit damit verbringen. Über Eingabequellen haben wir schon gesprochen. Und jetzt kommen wir zu dem Teil Diktat. Und wenn Sie dann das Diktat einschalten, dann kommt diese Abfrage, ob Diktierfunktion aktiviert werden soll. Und hier kommen wir zu dem Thema Datenschutz, weil die Sprache, die gesprochen wird, zum Teil auch an Rechenzentren von Apple geschickt wird, damit ja mit einem größeren Wortschatz dieses Diktat dann ja, eingegeben wird. Und da können Sie sich darüber informieren. Ansonsten Diktierfunktion aktivieren. So, jetzt haben wir das Diktat eingeschaltet. Die Sprache ist eingestellt Deutsch. Kurzbefehl, zweimal die Taste Fn drücken. Jetzt, wenn ich in ein Textverarbeitungsprogramm bin, wie zum Beispiel TextEdit, ich kann zweimal die Taste Fn drücken. Ich möchte gerne diesen Teil beenden. Punkt. Ich hoffe, Sie haben etwas gelernt. Punkt. So, vielen Dank, dass Sie dabei waren und ich hoffe, dass Sie die wichtigsten Punkte zum Thema Tastatur, Bildschirmtastatur, Diktat und Spracheinstellungen gelernt haben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.